Moinsen, Servus und very welcome zur neuen Folge Batman Arkham Asylum. Neue Detektivarbeit mit dem dunklen Riddler. Oh oh. Ah, okay. Wir brauchen Gadget dafür. Gadget. Oh shit. Wo landen wir denn jetzt? Mach auf. Hallo. Jetzt mache ich mal was Cooles hier. Pass mal auf. Scheiße. Das. Okay, ich habe noch eine Chance. Das wird er mitbekommen, glaube ich. Ja, das ist so fies, ey. Bam. Batman kann auch ein Sadist sein. Geht. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Geil. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Ja, die Spur führt zu nichts. Ich muss dahin zurück, wo ich Tabakspuren entdeckt hatte. Am Start haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen. Ich muss ins Medical-Gebäude, ne? Kann ich das hier auf... Nee. Wir können ja schon mal hier rein. Und uns das nur mal den Grundriss angucken. Beurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Saez, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Wow. Zurechnungsfähig. Okay. Senior, Schusswaffe definitiv. Der auf den Sand. Bam, Junge. Die Knechtschaffenden, ey. Hinfort. Aha. Ich gestalte hier gerade alles um. Komm später wieder, Bats! Danke, Merkel. Scholz, whatever. Jetzt müssen wir hier
uns wohl doch dem Spiel unterwerfen. Aber zumindest so eine Kleinigkeit an Freiraum lässt es einem. Oh, das hast du gefunden? Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Was ist das Rätsel hier? Wie lautet das? Wo kann man das sehen, meine ich? Ich weiß, dass auf jeden Fall das hier ein Riddler-Rätsel war. Das eine hätte ein Affe lösen können, aber trotzdem gute Arbeit. Wie gesagt, ich glaube, das wird immer angezeigt, wenn man eine neue Area betritt. Health? Nein, scheiß auf Health. Wo war das mit Kamera? Gab's das hier schon? Ja, ich werde das schon herausfinden. Ausschalten. Spezialgumbo. Klingt gut. Klingt sogar sehr gut. So, raus hier. Ey. Das war's aber, ne? Ja, gut, dann müssen wir raus wieder in die freie Natur. Vielleicht kann die Fledermaus ja ein bisschen umherfliegen. Sehr zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Irgendwas mit Narben und Strichen, nehme ich an. Mal gucken, wo wir es finden. Hier ist auch dicht. Jawohl. Kein Tabak zu sehen. Gordon wurde in eine andere Richtung gebracht. Ich muss woanders suchen. Chill. So. Da hinten ist so ein dämlicher Amadeus Arkham Kram. Geht nur hier und nehmt ihr Kartus an. Wenn einer von euch sauberen Flecken verliert, was für Objekt außer Sichtweite. So. Und ich von Arkham. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Buhu, sad. Klingt, als ob du einen Psychiater brauchst. Oh, wait. Ambulanz, EMS. Oh. Da oben haben wir einen Verein. Werde ich mir gleich auch nochmal angucken. Aber ich glaube, aha. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Warum kann man denn da hinten hin? Was gibt's denn da oben hier, ey? Was ist denn hier? Ich glaube, das ist damit man hier. Ich kann keine Tabakreste sehen. Ich muss meine Schritte zurückverfolgen und die Spur neu aufnehmen. Okay. Whatever. Kommt man da oben hin? Ja, aber ich glaube. Kommen wir nur von außen. Egal, wir werden uns jetzt erstmal nicht damit beschäftigen. Alle neuen Bewohner von Junkers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Strafe bei Nichtbeachten dieser Regel ist Erdbeben. Keine Wenns und Abers. Wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Sie ist ein Geheimnis. Mhm. Joker wieder am Labern. Okay. Keine Riddler-Trophäen. Irgendwelche grünen Fragezeichen-Männchen. Ich hab schon Bock, die irgendwie hops zu nehmen, ne? Paging, ruf an Dr. Howard und Dr. Fein. Was war das denn für eine Landung, ey? Ich habe dich. Ihr werdet so hops genommen, ey.
Das glaubt ihr gar nicht, ey. Das ist auch immer so satisfying. Bam, bam, bam. Boah, Junge, Alter. Vor allem mit dieser Nahaufnahme. Das ging auf die Potenz, ey. Gibt's hier noch so Dinge? Weg mit dir. Ekelhaft. Ist hier unten irgendwas Cooles? Nee, oder? Ja, okay, chill. Ich wollte gar nicht so hoch. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Ich möchte alle daran erinnern, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Ungeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen, dass es seinen Weg aufs Festland zurückfindet. Tja. Ich fürchte, du brauchst einen Kammerjäger. Was ist von den Waynes? Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harley! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder. Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Okay, bye. Ich komme nicht durch das Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden. Ah, jetzt auf einmal. Safe, jetzt ist da oben was aufgeploppt, was es vorher noch nicht gab. Das zählt auch. Oh komm, wir suchen nochmal das Rätsel hier oder so. Das müsste ja noch gehen. Safe hier unten oder so. Oder da. Ich hab halt wirklich nicht mehr 100 pro alles im Kopf. Oh. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus, aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Er stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord... Ich habe den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Oh Mann, der Joker, ein zutiefst unnahbarer, unheimlicher Bösewicht, wirklich. Mir gefällt tatsächlich von Heath Ledger die Darstellung am besten. Jetzt nicht vom Schauspieler unbedingt, aber auch. Sitzt du hier und seht mir gar tun kann? Wenn einer von euch auf den Blick geht, weil ich das nicht langweilig. Dann soll er rüberkommen und mich treffen. Und schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Yes. Nee, was ich absolut grandios bei Heath Ledger's Joker in The Dark Knight finde, ist, du erfährst absolut nichts über ihn. So Backstory oder so. Weil alles, was er erzählt, ist kompletter Humbug. Ähnlich wie das hier. Und ich meine, auch grandios ist, das ist schon gut ausgearbeitet. Also klar, Jack Nicholson's. Und dann Joaquin Phoenix. Aber da vor allem bei Joaquin Phoenix, da wird dem ja eine Backstory geben. Es wird ja versucht, dass du mit denen dich identifizieren kannst. Dass es einen Grund gibt. Medizinische Schwächen, also, genau. Dass es einen Grund gibt und es wird halt nirgends beschönigt, das ist geil an dem Film. Aber quasi du kannst nachvollziehen, wie kann jemand so in die Abgründe rutschen und Maul. Aber ich amüsiere mich prächtig. Euch Jungs sieht das fast zu leicht aus. Ich suche jetzt erstmal nochmal nach dem Riddle. Wofür ich euch nicht bezahle. Findet jeden! Und was wollte ich? Es kann aber auch sein, dass das hier alles erst hier drin ist. Oh, da ist die Riddler-Karte, aber die muss ich mir erst freischalten. Muss ich das hinkriegen. Ich drifte ab. Und wie gesagt, du kannst dadurch das Böse besser nachvollziehen halten. Das wird versucht wie so eine Psychoanalyse in Joaquin Phoenix Joker. Und bei The Dark Knight, du hast das nicht, ne? Du kannst nicht nachvollziehen, wie jemand so
böse ist. Das ist generell Kniff, generell in der Psychologie des Bösen. Oh, lol. Ah, okay. Er ist ein Idiot. Ja, genau. Kniff in der bösen Psychologie. Wow, damn, in Slow Motion. Soll ich da jetzt schon durch? Es kann auch sein, ich meine, ansonsten all die Rätsel werden wir alle hinterher erledigen. Ansonsten. Auch Sauron oder Darth Vader, was du nicht siehst, was der Mensch. Also wie gesagt, so Zitat von H.P. Lovecraft, alles was der Mensch nicht begreifen. Also Zitat lautet so, die älteste Emotion des Menschen ist Angst und die älteste Angst des Menschen ist die Angst vor dem Unbekannten. Und alles, was du nicht sehen, was du nicht verstehen kannst, das macht's umso unheimlicher. Weil der, alles, was der Mensch nicht versteht, weil das Verständnis ist ja auch eine Form der Kontrolle. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Und Kontrollverlust ist generell. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen, das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Hey, Joker, auf, ey. Diese Sprüche sind einfach der Hammer. Die sind einfach so der Hammer. Was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, dieser Kontrollverlust. Quasi der Mensch will über alles die Kontrolle behalten, das heißt auch Wissen. Und alles, was, wie gesagt, das ist jetzt mega deep und philosophisch, es tut mir so leid. Aber, das ist der Grund, habe ich gemerkt, warum Darth Vader oder Sauron so funktionieren. Vor allem Sauron in den Büchern, weil der taucht ja gar nicht auf. Und auf der einen Seite würden sie sagen, ja, wenn er nicht auftaucht, ist ja oh, nichts da, ist ja fucking boring. Aber andererseits, ne, wird so mit Erwartungshaltung und Spannung gespielt, ne, dass du eben nicht weißt, was du von dem Typen halten kannst, ne? Ah ja, genau, hier bin ich richtig. Eins. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Klar. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Und was bei Darth Vader oder Sauron mit dieser Maske funktioniert, dass du nicht weißt, was dahinter ist, ne? Dass du es nicht berühren, begreifen kannst, ne? Macht es umso unheimlicher. Ist es beim Joker, metaphorisch gesehen, ist die Maske der Charakter. Also, dass du wirklich nicht dahinter blicken kannst, außer einem Irren, der vielleicht nur so spielt. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ich muss sie retten. Was ist auf der anderen Seite? Hier muss ich wahrscheinlich aufpassen, ne? Wenn ich einmal irgendwie Lärm mache, dann sterben die. Finden so die Geiseln, ne? So, jetzt können wir mal hängen, genau. Das ist das, was ich jetzt freigeschaltet habe, den Shit. Solange hier keiner vorbeiläuft, alles gut. Was machst du da? Kann man die abschneiden, die Dinge? Ja, jetzt ist hier wieder Platz, genau. Scheiße, da war ja einer. Wo bist du? Ach, zur Hölle damit. Den können wir jetzt auch richtig bambuseln, den Typen. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ah! Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Ich meine, man hat es nur so nah gesehen, leider. Aber das war witzig. Das ist halt so geil. Batman kann halt so mit denen spielen. Das hat dieses Spiel erstmalig wirklich geil hingekriegt. Ich bin an der Tür, hier ist nichts. Noch. Und. Batman tötet dich, ne, wie wir alle wissen. Hier drüben. Aber trotzdem wäre es besser, die zu trennen.
Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus! Schwärmt aus, vor allem ihr seid zu zweit, Leute. Teilt euch auf. Irgendwann, früher oder später, machen wir es. Okay, wir probieren's. Der da unten ist einfach runtergefallen, ne? Der ist runtergefallen. Ich habe hier einen Haufen verwundeter Gebussmänner, die ärztliche Hilfe brauchen. Der Raum ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit. So. Was geht hier ab? Oh, Tonband. Patientengespräch Nummer geil. 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Sharp sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher. Was läuft auf vier Beinen, dann auf zwei und schließlich auf drei? Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf vier Beinen, als Erwachsener läuft man auf zwei und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle drei ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen vier. Aber schneid ihm die Beine ab und es kann nur noch auf zwei Stümpfen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf drei herumwackeln. Alles klar. Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby. Da ist was dran, keine Ahnung. Der hier. Fugedob. Ja, ja, ich komme gleich. Erstmal die Lage checken und dann wird Progress weitergehen. Fatman! Oh, das hätte man hier auch nutzen können. Oh, hi. Gut, dass mir das keinen Schaden macht, weil Batman das Knoll haut. Bitte! Hier drüben! Ja. Geht hier eigentlich ab? Bruder, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Was hier überhaupt das Rätsel, ey? Schade, dass man das nicht sehen kann. Das sieht man immer noch am Anfang, das muss man sich merken. Bis man die Riddler-Karte findet, ne? Das ist doch safe. Ja, was auch immer. Tick-Tack-Tick. Ich weiß nicht, wem das gibt. Killer Croc! William Jones, bla bla, Alkoholkrank. Naja, stimmt, das war. Killer Croc. Den haben wir gesehen am Anfang. So ein witziger Zeitgenosse, der hatte wohl keinen Bock mehr darauf. Alles, was aus der Reihe tanzt, ne? Wenn wir irgendwie hier was finden, ne? Direkt Foto machen. Direkt Paparazzo. Wo geht's denn hier lang? Ruhig. Aha, okay. Batman! Ich wollte nur gucken, ob es hier noch letzte Szene gibt. Sieht nicht danach aus. Okay, Miss. Ich habe die Lage gecheckt. Alles ist in Sicherheit. Beste Spruch. Hi. Hier drüben! Kann ich mit Ihnen reden? Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Mike. Geht sonst noch irgendwas bei Ihnen? Kann man mit Ihnen labern? Muss
man hier durch? Ah, Tür verschlossen, okay. Okay. Dann wollen wir mal. Geht's denn überhaupt hin? Ich kann ja jetzt mal hier gucken. Da ist Fahrstuhl. Okay, ja, ja, okay, 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 okay. Aber wo ist denn der Fahrstuhl? Lol, da kann man was aufmachen. Ach so, okay, das war auch nur so eine Falle. Okay. Der Fahrstuhl doch oben, oder wie? Ah, ich glaube, ich muss durch die Türen da vorne. Ich kann ja auch einfach mal gucken, ne? Ich bin ja auch stupid. Stimmt hier, oder wollte... Achso, ja, okay. Da komme ich noch nicht hoch. Da brauche ich noch weitere Gadgets. Ah, hier war Harley, ne? Ach, See. Tonband. Her damit. Aufgezeichnetes Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gerne über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Warte. Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen 20-Dollar-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben. Gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen, dass ich es nicht getan hatte. Und er schlug mich fürs Lügen. Das tut mir leid, Edward. Muss ich nicht leid tun. Er hatte recht. Lol. Schummler, ey. Typisch Riedler. Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja eigentlich in die Richtung. Vielleicht kann ich dann den Ursprung herausfinden. Das sieht gut aus. 90%. Eigenartig. Detektivarbeit. Oder bin ich hier gar nicht mal richtig? Ach, ich bin hier auch gar nicht mal richtig, würde ich sagen, oder? Dann müssen wir hier hin. Nicht weiter, wo ich hier bin. Das ist halt das Ding bei so einer Open Schlauchwelt, ne? Es ist schon linear, aber auch nicht so linear, das Game. So. Neue Perspektive beantwortet werden. Dann werde ich wohl hier durch müssen. Das Leems Sigit. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die unsere medizinische Praxis erfordert. Das Projekt Titan macht uns zu einer Weltklasse-Einrichtung. Eine, die Reise gewinnt. Wenn
Einrichtungen, an die man sich wenden kann. Und sicher sein darf, da ist doch, ja. Und die bestmögliche Pflege erhält. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten und Gesundheitspakete wird erfahren. Oder unter www.arkencare.de. Ist er zu dem Arzt gekommen? Was? Er ist hier! Die meisten Krankenkassen. Lassen Sie mich Ihnen die funktionierende Arbeit. Ich hätte die Eckendeckung vormachen müssen. Scheiße. Okay, seiner ist, warum auch immer, nicht durchgegangen. Einer der Vorreiter bei der Forschung. Oh, aua. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu... Observation. Boss, alles erledigt. Firefly. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Die Sache ist, dass Razor nicht rausgekommen ist. Er steckt da fest. Ah, es wird ihm eine Lehre sein, herumzuflödeln. Das kann er raus. Auch nicht Razor. Ja, klar, Boss. Er hat uns sowieso nur aufgehalten. Los, Batman! Nice. Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Spasti. Weil er nur eine Hand hat. Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen. Immer locker, Kumpel. Ich mach doch nur einen Scherz. Na, wie immer. Ich kann's nicht erwarten, es dir einzuzahlen. Du musst uns helfen. Wenn du das Gas aus dem Raum lässt, könnten der Doc und ich hier raus. Ich muss da sowieso hin, ne? Ja, okay, gut. Da war ich wieder dazu. Weißt du, so mein Unterbewusstsein kickt schon langsam. Weil ich das Spiel schon, keine Ahnung, 5-mal durchgespielt habe oder so. Es ist halt, war damals echt ein Klassiker. Mag nicht jeder Batman-Fan mitbekommen haben, aber die, die es mitbekommen haben, waren diese Arkham Games zusammen mit den Christopher Nolan-Filmen der Grund, warum Batman so halt gehypt wurde in diesem Zeitraum. Okay. Aus hier. Das hätte ich eigentlich besser wissen müssen. Oh shit. Sorry, what the fuck? Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entgiften. Aber wie? Hey, das war doch eigentlich mit Batarang ursprünglich mal. Bin ich noch nicht weit genug dafür. Gucken wir mal Wayne Tech an. Zwillings-Batarang. Ferngesteuerter Batarang. Den muss ich mir, glaube ich, erarbeiten, oder? Bin mir nicht 100% sicher. Der ist also nicht Standard hier, okay. Warte mal. Warum ist denn jetzt die Maus umgekehrt? What the fuck? Drehung, Spiegeln.
ist die Maus jetzt? Ah ne, jetzt nicht mehr, oder wie? Jetzt ist sie nicht... Hä? Ich guck mal mir mal einen anderen Zugang an. Ich kann nicht gehen, bevor ich das Gas entfernt habe. Ja, aber wie denn? Ich dachte, egal, ich werd mich irgendwie da... Muss man nicht so Kasten erwischen? Ja. Ja, genau. Aber hey, da braucht man doch die Ferngesteuerten für. Ach nee, braucht man doch nicht. Ich dulli. Batman, kannst du das hören? Das Pult zeigt, dass Ventilator 1 Strom erhält. Ich bin einfach nur stupid. So. So, wo ist der Next One? Da ist der Next One. Ein bisschen mehr nach links. Große Ventilator 2, er macht es doch. Wir sind gewalt raus, bleib ruhig. Und last but not least. Also auf least. Alle drei Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Überraschung. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich. Hab's endlich geschafft. Uff. Aaron Cash. Ah, diese Fledermäuse, ne? Wo war ich denn? Aaron Cash. Ja, irgend so ein Wachmann, bla bla. Irgendwas mit Arkham ist auch eher so ein Nebencharakter. Oh, Bruce Wayne, als Kind wohlhabender Eltern. Den kennen wir gar nicht. Ist so ein extra Charakter, glaube ich. Ach ja, körperlicher, mentaler Hof. Höchstform, man kennt ihn. So, ich guck noch, wann ich das nächste Mal ein Speicherding ins Krieg. Ich weiß nicht. Wir schließen ihn weg, er kommt raus und mehr Menschen sterben. Wenn ich nur eine Minute mit diesem Tier allein wäre. Wäre schön, ne? Patientengespräch Nummer 44. Noch ein Gespräch mit Edward Nigma. Ich muss mich noch entscheiden, ob er ein Genie ist oder einfach nur fehlgeleitet. Aber ganz egal, was er ist, nur in seiner Gesellschaft zu sein, ist sowohl irritierend als auch mühsam. Hallo, Miss Young. Sie sehen müde aus. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Nein, danke, Edward. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind wir alle. Verzeihen Sie mir meine Arroganz, Doktor, aber wenn Sie glauben, dass ich Ihre Hilfe brauche, dann, naja, sind Sie hier genau richtig. Sehen wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. In deinem Leben hast du dich auf bizarre Fallen und verwickelte Hinweise spezialisiert, die meistens mit dem Tod der unglücklichen Teilnehmer enden. Und wenn die Bürger Gothams schlauer wären, wären meine Spiele nur eine amüsante Ablenkung. Anstatt Todesfallen. Sie sollten mir wirklich danken. Ich merze die Unwissenden, die Dummen, die Nutzlosen aus. Aber keine Sorge, ich bin sicher, sie wollen überleben. Was für ein hübsches Foto auf Ihrem Schreibtisch, Doktor. Ihre Familie. Vielleicht Ihre Mutter. Stell das hin. Aus hier. Sofort aus. Wachen! Lol. Riddler ist halt richtig Jigsaw von Gotham einfach nur. Kann man jetzt raus eigentlich? Ja, oder? Oh mein Gott. Jetzt holen wir uns den verfickten, ferngesteuerten Veteran. Ich dachte, der wäre irgendwann freigeschaltet, aber nein! Was aber eigentlich auch ganz cool ist, dass wir uns den hier so gönnen können. Da ist es. Leicht, Firefly. Oder? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wo ist er? Ja, Firefly, Garfield Lens, bla bla. Der taucht auch in weiteren noch auf.
In Blackgate, ah ja, okay. Wenn du nicht psychisch krank bist, landest du in Blackgate. Was sollen wir machen, ne? Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Ja, aber du hast es doch schon. Du musst jetzt nur woanders suchen. So. So, das ist ein Checkpoint und ich würde sagen, wir machen mal einfach in der nächsten Folge weiter. Bis dahin.